Hi ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge hier im Südhammer-Projekt. Und ich begrüße natürlich heute auch den Hauptmann. Moin Moin, schönen Tag. Ja, das. Glückwünsche, weiter und so fort. Ich habe extra, wie es aufgefallen ist, Blinker an. So, ist das nicht feierlich? Bollerwagen fehlt ein bisschen. Was machst du denn hier? Die anderen haben keine Position. Okay, einige haben nicht. Ich wollte mal gucken, was Shelly macht und wollte sie mal wieder einladen hier, ne? Auf einen Schnaps. Am Herrentag gibt's abends einen Schnaps. Mit ihnen zusammen. Darf mit feiern? Ich darf auch mit feiern hier. Das ist ein bisschen gruselig. So, ja, wir wollen weiterarbeiten, Leute. Geht natürlich zack in den Hopfen. Wir haben gleich eine weitere Anhängerladung voll. Am Tag musst du arbeiten. Ja, aber ich mach Hopfen. Armes Ding. Hopfen. Was hältst du denn gar nicht? Doch, ich muss auch Hopfen machen für Bier. Das stimmt. Viel Bier. Nee, aber groß feiern werde ich nicht. Wir haben ja, wie gesagt, hier so ein Fest. Da werden wir mal rüberlatschen. Ja. Ansonsten. Dorffest. Hafen. Hafenfest. Schön. Aber Bollerwagen-Touren sind bei mir nicht geplant. Liebe Leute, schreibt gerne rein, wenn noch ein paar Leute dabei sind, die Bollerwagen-Touren machen. Einen hörte ich ja schon, ich weiß nicht, ob er das Südhammer-Projekt guckt oder eher das Match-Projekt. Irgendwie hat jetzt jemand geschrieben, der auf jeden Fall hier vom Nachbarsdorf sich auf den Weg macht, hier zu dem Hafenfest. Richtig mit einem großen Traktor, mit einem Anhänger und richtigen Musikanlage. Und wo treffen die sich denn eigentlich dieses Jahr? Weil ich sag mal, vorne ist ja alles Baustelle jetzt. Da entstehen ja riesengroße neue Plätze, also hier Hotels sozusagen. Vorher war da ein alter Getreidespeicher und da war eigentlich immer so der Haupttreffpunkt der ganzen Bollerwagen-Heinis. Wo trefft ihr euch denn dieses Jahr? Wenn dann, wie gesagt, einer Zuschauer, schreibt mal rein. Würde mich interessieren. Zur Not sehen wir es ja vielleicht nachher auch, aber ja, vielleicht schreibt es trotzdem in die Kommentare. So, ja, fehlt noch ein bisschen. Der Düngerstreuer ist wieder zurück am Start. Da müssen wir nochmal gucken, was mit unserem. Wenn man das hört, bist du auf jeden Fall eingeladen zum Mitlaufen. Kalk, wer? Derjenige, welche das hört. Da hinten muss noch gekalkt werden. Aber ich glaube, der. Da muss auch noch gekalkt werden. Ja. Nüchtern. Das stimmt. Das finde ich auch immer fürchterlich. Na, wohl morgens? Wenn er das angefangen zu trinken. Ja, die Folge läuft morgens. Ist knapp dran dann. Das sollte vielleicht bei dem einen oder anderen noch funktionieren, dass er das auch nicht gucken kann. Aber bei dem einen oder anderen vielleicht aber auch nicht. Ja, bei mir sieht es auch wieder so aus, als wäre ich betrunken. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass da hinten aber ist. Ich hasse das auch hier, diese ganzen kleinen Hallen, ey. Platz. Auch Platz. Das ist ja auch echt ein Ding, was ich bei der Südhammern gar nicht leiden kann. Diese ganzen Hallen mit den Toren, das ist ja witzig, ne? Aber für mich völlig ungeeignet. Völlig ungeeignet. Ich glaube, da werden mir auch viele recht geben. Richtig schicke Karte und so. Aber für mich und meine Fahrkünste ist das gänzlich ungeeignet. Suboptimal, ja. Das ja schon ein bisschen, ne, wenn ich hier. Ich finde praktisch ist. Einige da auch Garagen und sowas nutzen. Ich finde das ja richtig gut, aber ich selber kann es nicht. Blöd für. Mir fehlt doch einfach die Übung. Das Mikro, 20 Zentimeter entfernt, wenn du kommst. Das Mikro, du brauchst dich nicht dahin beugen. Das Mikro kann man bewegen. Dann hören wir auch bei mir alles, was du sagst, nicht abgehackt. Und du kommst bei mir nicht so häufig mit rein. Ich glaube, das klappt ganz gut bisher heute. Ja, ich möchte ja nicht, dass ihr euch heute beschwert. Heute nicht. Sonst ist mir das ja relativ egal, aber bitte. Heute nicht. So, wenn wir hier vorne noch ein bisschen Kalk ausbringen, dann dürfte das da auch erledigt sein. Dann müssen wir hinten das Vorgewölbe noch machen. Auf jeden Fall, was ich gesagt habe, ist, dass er ziemlich cool finde, wenn man so Hallen und sowas nutzen kann.
man da auch immer so rückwärts reinfährt und so. Ich finde, bei einigen ist das richtig cool, wenn das so mega ordentlich ist und so. Leider nicht so richtig. Rückwärts fahren und so, das fällt mir ziemlich schwer. Ja, das ist Übungssache, das stimmt. Vor allem, wenn da noch eine Deichsel ist, also ne, nicht nur ein Gelenk, sondern ein richtiges Gelenk. Das ist gar nicht mein Ding. Ich finde es auf jeden Fall cool, Leute, die sich heute irgendwie selber feiern. Das habe ich im Kleinsternhof-Projekt auch schon gesagt. Das sage ich, glaube ich, am Freitag. Mhm. So, da könnt ihr bis Freitag, könnt ihr euch das Freitag nochmal reinziehen. Also, liebe Männers, feiert euch selber. Mhm. Am besten natürlich macht einen schönen Ausflug mit euren Kindern. Das wäre natürlich really nice. Ich würde sagen, dann feiern wir uns selbst, dann sehe ich dich heute Abend vielleicht, oder morgen wieder. Den ganzen Tag am Daddeln, oder wie? Ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Streaming. Den ganzen Tag gestreamt. Ja, gibt schon genug Leute, die nicht losziehen, weil sie keine Lust dazu haben, oder was weiß ich. Keinen Gruppen zugehören, die da irgendwie sowas veranstalten. Aber eben keine Lust dazu haben. Oh, der eine in meiner Schule, also in meiner hier Weiterbildung, der hat erzählt, der hat da keinen Bock mehr drauf. Und jetzt kommt die Story, das ist der Oberknaller. Der war schon nachmittags mega betrunken und saß bei irgendwelchen Leuten im Garten, die er gar nicht kannte. Und die haben die dann weggeschickt. Was, die Leute hat er weggeschickt? Oder? Nee, die anderen Leute haben die weggeschickt. Das ist ja kein Wunder. Die gar nicht hatten. Die saßen einfach bei denen im Garten. Ja, ich glaube, das ist man so schmerzfrei. Wenn man so besoffen ist, dann setzt man sich auch einfach irgendwo anders hin. Das ist ganz lustig. Das geht so lustig. So, ganz viele Leute haben auch geschrieben, ich soll den LKW endlich verkaufen. Aber ganz viele, ich glaube, es war nur einer, ne? War auch schwer, oder? Aber ganz viele. Mehrmals auf jeden Fall. Verkauf doch endlich den LKW. Das habe ich jetzt noch gerade im Kopf. Sehr gut, dann mach das doch mal. Nee. Fein zum Shop, dann bringt es am meisten Geld. Sonst darfst du das auch nochmal anschauen. Ich werde nicht meinen Fuhrpark opfern für Terraforming. Wieso? Den benutzt du eh nicht. Doch, wer weiß. Irgendwann brauchen wir den mal wieder. Genauso wie zu Hause. Ne? Spätestens demnächst, wenn wir hier wieder irgendwie Getreidesorten drauf haben und Stroh machen, dann brauchen wir das auf jeden Fall zum Ballen verkaufen. Oh, das ist ja auch richtig nervig. Wir haben bei eBay Kleinanzeigen was verkauft, beziehungsweise was angeboten. Und dann hat sich jemand gemeldet, der kommen wollte und der ist einfach nicht gekommen. Und auf Nachfragen, ja, ich hab heute Kunst heute. Armer nervig, oder? Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das auch mal was über eBay Kleinanzeigen oder so verkauft. Auch kennt, dass sich irgendwelche Leute dann irgendwie anmelden und einfach nicht kommen. Trotzdem nervig einfach. So, es ist schon absehbar, glaube ich, dass wir nicht alles an Hopfen hier reinkriegen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu viel. Und nachher bleibt minimal Hopfen über. Das ist natürlich ungünstig. Dann können wir überlegen, jetzt schon zwischenzufahren. Also, wenn ihr irgendwas braucht, wir bieten gerade bei eBay Kleinanzeigen alles mögliche an. Naja, so viel. Geht gar nicht. Eine Anhängerladung. Ja, also eine Drescherladung wird das bestimmt noch voll werden. Aber dann sind wir durch mit dem Feld. Das ist ganz gut. Und wenn ich hier fertig bin mit dem Feld, also mit dem Feldrand hier, dann ist wahrscheinlich das Feld erntereif. Das ist auch schön. Das ist hier komplett ausgenutzt. Schön, schön. Oder? Ja, und wir fahren zwischen. Umso schneller können wir mit unserem Feldformprojekt weitermachen. Wir müssen ein bisschen darauf achten, dass der Flug jetzt nicht zu sehr auffordert und gleich den Rest Hopfen wegflügt. Das wäre natürlich ärgerlich. Boah, das wäre ein bisschen sehr ärgerlich, oder? Ja, aber das kriege ich mit. Habst du das? Ja, und der Drescher hat ja auch noch ein bisschen Vorsprung. Aber der Flug ist ein bisschen breiter und arbeitet ein bisschen schneller. Okay, das ist ungünstig dann.
Die Dinger haben jetzt hier zum Teil Kollision. Zum Teil aber auch nicht. Ich glaube, das Schild hat Kollision, oder? Keine Ahnung. Ja, der muss Kollision haben. Ja. Was auf jeden Fall richtig nett ist, dass man einfach mal einen Tag frei hat. So viele, ne? Ja. Einfach mal einen Tag frei geschenkt. Ich meine, für die, die arbeiten, die kriegen Feiertagszuschlag oder sowas. Natürlich auch richtig nett. Wenn nicht? Was? Wenn sie es nicht kriegen? Dann irgendwie aufgepasst bei der Berufswahl. Ja. Augen auf bei der Berufswahl, sagt man auch so. Ja, ne? Aber auch im Straßenverkehr nicht. Und beim Hopfenverkauf. Wir wieder zusammenklappen, holen wir uns die Presse und machen hier ein paar Ballen draus. Hm? 45.000 Einnahmen. Ist schon mal ganz gut. Schnell zurück zum Feld. Einmal über die Übersichtskarte checken, wie weit die wohl schon sind. Geht noch. Aber sehr schön, haben wir Feld 1 schon wieder fertig. Dann müssen wir da mal überlegen, was wir anpflanzen. Ich weiß nicht, vielleicht Soja, Raps. Oder tatsächlich nochmal schön was mit Stroh zum Ballen pressen. Was ich auch gerade dachte, Wir haben sich ja bei dir in den Kommentaren darüber geäußert, dass sie mich hören in deinen Videos. Ja, doppelt. Haben sie das auch geschrieben doppelt oder haben sie nur geschrieben, dass man mich hört? Ja, das ist... Ich meine nicht, dass es negativ ankommt, wenn man mich grundsätzlich hört. Nee, darum ging es glaube ich nicht. Es ging darum, dass man es doppelt hört. Wenn ich rede sozusagen, meine Lampe hier im TS leuchtet, du auch anfängst zu reden, hört dich über den TS bei mir und natürlich hört man dich dann auch über mein Mikrofon und das sind dann diese doppelten Aufnahmen, Rückkopplung, was auch immer und das ist nicht schön. Wir sollten auch echt einfach mal hier über kurz oder lang einfach mal dein Mikro austauschen. Nee. Ich glaube, das liegt auch teilweise einfach an dem Mikrofon. Ich glaube, das liegt generell an dem weiblichen Problem, einfach die Männer nicht ausreden lassen, sondern immer sofort ins Wort fallen, anstatt nochmal eine Sekunde zu warten und dann anfangen zu reden. Und nein. Ja, genau, jetzt schon wieder. Gerade das Musterbeispiel dafür. Ich hasse es, aber dich ausreden zu lassen, das ist einfach nicht mein Ding. Mag es nicht. Aber du wirst jetzt noch wieder eine Antwort haben, oder was? Nee. Nee. Auch typisch. Furchtbar. Da versteht einer die Frauen. Heute am Herrentag. Sorry. Frauen verstehe. Bist du nicht. Klar. Nee. Noch in meiner Biogas drin. Theoretisch, wenn man das mal so nehmen will, dann sitze ich heute am Herrentag sozusagen mit dir zusammen und spiele LS. Na toll. Das ist doch auch richtig schön. Die Biogasanlage ist ganz gut gefüllt. Ich glaube, das sind auch ziemlich viele dieses gerade finden, dass ihre Frau nicht mit dem spielt. Das glaube ich. Es gibt aber bestimmt auch viele, die sagen, oh Gott sei Dank, ja. Oh, dass sie nicht spielt. Zumindest da hat man, also ich habe, wir merken, ich habe überhaupt keine Ruhe. Man wird überall verfolgt. Nee. Also auf Anno habe ich jetzt gar keinen Bock. Nächste Woche so ungefähr, können wir mitspielen bei Anno? Nein. Nee, das ist doch gar nicht mein Ding. Viel zu umfangreich, viel zu großes Spiel. Ja.
komm, dieses russische Spiel wollte ich auch nicht mitspielen. Nee, das ist ja auch kein Multiplayer-Spiel. War eh noch nicht ganz fertig. Ne? Kalk, ne. Beim Single Let's Play habe ich auch schon mitgespielt. Kurz mal als Holzfäller. So, da noch ein bisschen Kalk drauf. Ecke fehlt dann auch noch. Aber müssen wir sich mal gucken, das kann ein anderer Status sein, wenn es geflügt ist. Im Cities-Projekt habe ich auch nicht mitgespielt. Kann man auch nicht. Hä? Kann man ja auch nicht. Kann man gar nicht im Multiplayer spielen? Nee. Noch gespielt. Eigentlich soll ich das ganze Feld mit Kalk ausbringen, oder? Dann hat man nachher eine Stufe. Weil Kalk wird sich ja nicht aufsummieren. Sprich, auch wenn jetzt eigentlich gar kein Kalkbedarf ist, wird es ja nicht sein, dass ich erst nach 5-mal anpflanzen wieder kalken muss, ne? Sondern das bleibt wahrscheinlich bei 3-mal kalken. Also 3-mal irgendwas machen, bevor wieder Kalk ausgebracht werden muss. Bevor du weiter mit dem Kalken machst, würde ich sagen, Prost, ihr Lieben. Zum Wohl. Lasst es euch heute nochmal gut gehen. Ihr Männer da draußen. Und ja, noch einen schönen Tag. Hoffentlich scheint ein bisschen die Sonne. Und dann bis Samstag. Macht es gut, lasst gerne ein Like da und kommentiert fleißig und schaltet beim Fett auch rein und jo. Ja, genau. Also vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.